Bloßen wie die Hölle. Was sind das für Katakomben, die er erwähnt hat? Ach nö. Selbst unter den hier Ansässigen ist das nur wenigen bekannt. Direkt unter unseren Füßen, hier unter Alaroth, erstreckt sich ein riesiges Höhlensystem. Teile davon wurden in alter Zeit von Zwergen angelegt, aber der Großteil ist auf natürliche Weise entstanden. Vor einigen Jahren stieg Mardoneus hinab und erforschte diese Unterwelt, alleine. Als er zurückkam, versiegelte er den Eingang und warnte uns davor, diesen Ort jemals selbst aufzusuchen. Er weigerte sich, uns zu berichten, was er in diesen Gruben gefunden hatte. Was auch immer es war, es bereitet ihm offensichtlich große Angst. Einmal sprach er von alten Katakomben und bösen Geistern, aber mehr wollte er dazu nicht kundtun. Ah. Wie gelange ich denn nun in die Katakomben? Ja, ist eine wichtige Frage. Ich habe erst kürzlich etwas darüber herausgefunden. In seiner Verwirrung murmelte Mardoneus etwas über die Katakomben und so etwas wie die Drachen alle nach Norden ausrichten. Ich muss mit Drachen kämpfen? Ach nö. Sollte dies nicht gelingen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Was könnt ihr mir über Alaroth berichten? Ja, Mardoneus gründete die Gemeinschaft der Heiler. Mardoneus GmbH und Co. KG. Ja. Von Alaroth. Sein Ziel war es, Heiler aller Völker zu vereinen. Ja, das ist sowas nennen wir Europa. Sodass wir unsere Fähigkeiten durch gemeinsame Übungen und Studien bündeln und vervollkommnen können. Dazu sage ich jetzt nichts. Erlaubt ihr mir, einige Kräuter aus eurem Garten zu pflücken? Jo, das wäre sehr nett. Aber sicher, Mensch, solange ihr damit umzugehen wisst, bedenkt, dass ihr Staub seid und... Ja. Manche dieser Kräuter sind sehr, sehr stark und deshalb gefährlich. Ah, könnt ihr mich heilen? Ja, nee, ist klar. Ich darf euch zurückkommen, wenn ich noch Fragen habe. Mardoneus wieder zur Vernunft bringen. Also ich schätze mal, man sollte dann in die Katakomben runter. Klasse. Aber ich gehe einfach mal hier lang und bemerke, dass ich nicht weiter kann. Das war doof. Ja, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen rumzustöbern. Vielleicht finde ich ja noch was. Ich muss ja auch noch Verlat heilen und solche Geschichten. Und solche tollen Sachen. Was ist denn hier? Oh, das ist auch noch was. Ah, das sieht nach einem Trudanar. Brauche ich die nicht? Ah ja, stimmt, die brauche ich ja für Georg. Ja, dann laufen wir mal zu Georg. Du, wo war der noch gleich? Ich glaube hier unten irgendwo, oder? In der Nähe der Pforte hieß es ja. Also wenn wir uns an Joram erinnern. Wieso? Achso. Hallo Kitty. Ah, das sieht mir nach Drachen aus. Kann ich das... Oh! Jetzt geht nichts mehr. Ich lasse mich ja nicht ablenken oder so. Okay. Einer müsste noch sein, ja. Wow. Wow. Herrlich. Okay. Wartet, Freund, ich habe noch etwas für euch. Ah, was gibt es denn? Ich habe lange in meinem Haus gesucht und dieses Artefakt gefunden. Es wird euch bei euren Abenteuern gute Dienste leisten. Ich möchte es euch übergeben als Zeichen meiner Dankbarkeit für alles, was ihr für mich getan habt. Das sieht wie eine kleine Pyramide aus. Wozu ist sie gut? Diese Pyramide ist von einem starken Magiefeld umgeben. Es gibt eine genaue Kopie dieser Pyramide irgendwo in Rivellon. Wenn ihr die Pyramide richtig handhabt, wird sie euch zu der Kopie teleportieren. Ihr meint, wenn ich dieses Ding benutze, werde ich quer durchs Land geschossen wie ein Traubenkern? Ja, so könntet ihr das sehen. Aber ihr werdet keinen Schaden davon tragen. Seht es als eine Art Reise in 7 Meilenstiefeln an, die ihr mit einem einzigen Schritt zurücklegt. Die Pyramide wird euch von großem Nutzen sein, wenn ihr in einer gefährlichen Situation möglichst schnell entfliehen müsst. Außerdem ist ihr das bequemste Transportmittel für lange Reisen in kürzester Zeit. Nun, wo befindet sich die andere Pyramide? Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht zu wissen. Nun, um ehrlich zu sein, ich habe dir den Mut aufgebracht, dir selbst zu verwenden. Ja, klasse, Tio Fingol. Die Kopie könnte überall sein. Gebt also Acht, wenn ihr sie das erste Mal verwendet. Das hieße ja, wenn ich sie verwende, könnte ich mich plötzlich von Orks umzingelt oder auf dem Grund eines Flusses wiederfinden. Ich fürchte ja. Ach, klasse, tolles Item. Aber wer weiß, wenn ihr das Risiko nicht auf euch nehmen wollt, so findet ihr die andere Pyramide vielleicht im Verlauf eurer weiteren Reise. Dann wird die Pyramide bald von unschätzbarem Wert für euch sein. Ein sonderbares Geschenk, dennoch ein fürstliches. Ich danke euch. Jo. Klasse.
Ah, das habe ich jetzt schon gelöst. Klasse. Was ist das hier? Das Ding öffnen. Oh. Okay. Das muss ich jetzt auch nicht. Klasse. Für zwei Magier. Gesundheit 40. Klingt ja klasse. Mana 90. Mana repräsentiert die Energie, die du benötigst, um Zauber auszusprechen oder Fähigkeiten anzuwenden. Okay, und wie mache ich das? Stärke beeinflusst, wie viel du tragen kannst. Mit welchen Gegenständen du dich ausrüsten kannst und wie viel Schaden du im Nahkampf verursachst. Okay. Gewandtheit bestimmt, mit welchen Gegenständen du dich ausrüsten kannst und beeinflusst deine Zielgenauigkeit im Kampf sowie deine Geschicklichkeit beim Ausweichen von Angriffen. Okay. Intelligenz bestimmt, wie viel Zauber du sprechen kannst. Nett. Brauche ich sicherlich. Konstitution bestimmt deine Lebenskraft und Ausdauer. Ja, das wäre sicherlich auch nicht schlecht, Leben zu haben. Ich habe 5 Bonuspunkte und 0 Ruf. Das ist klasse. Und ja, 30 Gold, Wahnsinn. Bin reich. Dann würde ich mal sagen, brauchen wir ein bisschen Leben. Soll ich alle ein bisschen hoch machen und einfach nur weiter auf die Konstitution gehen? Oder auf die Intelligenz? Ich mach's mal auf Konstitution und dann mal muss ich hier. Ah, oh, praktisch. Okay, das hat mir jetzt abgezogen. Ah, weil ich ein bisschen was dazu gekriegt habe. Klasse. Okay, was ist jetzt das? Weg des Magiers. Klingt logisch. Überlebenskünstlers. Händlerzunge. Ein schneller Verstand und geschicktes Reden ermöglichen euch, Händler zu überzeugen, euch bessere Preisangebote zu machen. Klingt schon mal gut. Identifizieren passiv. Diese Fähigkeit wird häufig von den Händlern angewandt und ermöglicht euch, die Eigenschaften sowohl magischer als auch normaler Gegenstände einzuschätzen. Nützlich, nützlich, nützlich. Okay. Kuss des Attentäters. Vergrößert den Schaden, der bei einer Attacke aus dem Hinterhalt verursacht wird. Brauche ich jetzt nicht. Schaden erhöhen passiv. Auf magischem Wege erlangt ihr kurzzeitig die Einsicht, das Wissen eines Meisterkriegs und gibt jedem eurer Gegner mehr Schaden zu. Gut. Gut, das sind die ganzen Waffen da. Klasse. Höllenstacheln, ja, beschwört die Unterwelt und stacheln unter euren Gegner vor. Kommen da noch mehr dazu? Oh. Ja. Kommt. Super. Dann. Was können wir denn noch? Energiekäfig. Aha. Ah ja. Klasse. Gut, das ja, gefällt mir noch nicht. Das nehme ich noch nicht. Ah ja, da war die. Ich vergesse immer, was ich tun will. Entschuldigung. Aber wie mache ich denn jetzt Magie? Ich mit rechter Maustaste. Ah. Oh. Ah, cool. Ah ja. Schon zurück. Ihr habt nicht zufällig die Kräuter bei euch. Ich benötige sie so bald wie möglich. Hier sind die Kräuter, die ihr gebeten habt. Leinela sagte, einige der Pflanzen in seinem Garten seien gefährlich, also seid auf der Hut. Ha, was weiß ein Elf schon davon? Ich werde wiederkommen. Praktisch, schon mal Erfahrung gesammelt. Seid abermals gegrüßt. Ja, ich habe nicht vergessen, was ich euch schulde, Freunde. Zeichen meiner Dankbarkeit gebe ich euch einen kleinen, zusammengeschrieben, soll ich Rabatt auf alle meine Waren? Sagt mir nur, was ihr wünscht. Handeln. Ah, er mag uns jetzt auch viel lieber. Ich glaube, so ein Besen, den kann ich doch loswerden, oder? Was nehmen wir dafür? Was hat er zufällig was, was 3 Gold gibt? Schwert. Klasse. Vielleicht 3. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Hahaha. Wie cool. Ich habe gerade 3 Gold verdient, Leute. Ist das nicht klasse? Ja, gut, das lese ich jetzt nicht. Das interessiert mir nicht. Gut, dann haben wir die Aufgabe auch vollbracht. Bin jetzt noch nicht sicher, sollte ich gleich in die Katakomben oder sollen wir diese Pyramide mal ausprobieren oder was auch immer? Und kann ich irgendwie speichern oder sowas? Ja, wenn ich sicherlich kann irgendwie. Was ist hier?
Erstmal ein Haus. Also ich mache mal... Ah, sichern. Okay, da sieht man auch meine alten Spielstände. Das finde ich cool. Puh, das wusste ich jetzt nicht mal. Geil. Da habe ich sogar schon mal gespielt. Black End. Ja, man sieht Metallica-Fan. LP. Jo. Okay. Werde ich jetzt demnächst löschen, das wusste ich leider nicht. Das tut mir leid. Oh. Gottes Willen. Was bist du? Oh, Goemon. Okay. Was war das? Okay. Seid gegrüßt, Abenteurer. Mein Name ist Goemoe und ich bin... Okay, kundig in der Kunst des Heilens. So. Kann ich euch zu Diensten sein? Hey, der Echsenwesen, was tut ihr in einem zivilisierten Dorf? Das ist eine nette Frage. Ich bin ein ausgestoßener Mensch. Mein Volk ist eine kaltblütige Rasse. Für Leute mit sanftem Gemüt haben sie nicht viel übrig. Nur in Alaroth konnte ich Hilfe und Ausbildung in den Heilkünsten finden. Erzählt mir etwas über die Heilkünste. Ah, ich bin recht. Über die Heilkünste. Ich werde sie gerne erlernen. Ich würde sie gerne erlernen. Wehe es. Wehe uns allen. All unsere Heilkraft ist uns verloren gegangen. Die Quelle ist verunreinigt. Und selbst mein Schrein steht unter dem Einfluss des Bösen. Gottes Willen. Die Quelle, ich habe davon gehört, aber ich weiß nicht ganz, was damit gemeint ist. Die Quelle ist ein Strom reiner Kraft, Mensch. Wenn ein Heiler eine schwere Verletzung oder Krankheit heilen will, muss sein Geist seinen Körper verlassen und mit dem Fluss der Heilkraft eins werden. Gottes Willen, das ist mir bescheuert. Ihr habt euren... Ihr sagt, auch euer Schrein wäre betroffen. Welcher Schrein? Ist nicht mal dieser Otto da erwähnt? Mein Schrein hielt heilkräftige Edelsteine für die Kranken bereit. Aber er kann sie nicht mehr aufladen. Nur ein einziger aufgeladener Stein ist noch übrig. Ah. Sagt mir, was werdet ihr mit den letzten Heilkräften der Edelstein tun? In meiner Obhut befindet sich ein verletzter Soldat. Sein Name ist Simon. Und mit dem Heilkräften der Edelstein könnte ich sehr viel für die Heilung seiner Wunden tun. Warum behandelt ihr denn nun seine Verletzungen nicht mit eurem Edelstein? Kann man auch falsch verstehen. Otto, der Heiler der Zwerge, behandelt einen anderen verletzten Soldaten. Ja, das weiß ich. Wenn ihr die Heilkraft des Steines einfach bei einem der beiden aufbrauchen, verurteilen wir damit den anderen zum Tode. Aha, wie toll. Unser Gelübde verbietet uns, eine solche Entscheidung zu treffen. Wir dürfen unter keinen Umständen dazu beitragen, dass ein Leben erlischt, auch nicht durch Untätigkeit. Ja, das weiß ich ja inzwischen. Könnte ich die Macht eures heilkräftigen Steines nutzen? Fragt ihn doch, Mensch. Das Schrein ist ein magisches Wesen. Also kann er für sich selbst sprechen. Ihr findet den Schrein draußen vor meinem Haus. Habt ihr überhaupt keine Möglichkeit mehr zu heilen? Ja, da die Quelle. Nein, nein, wir sind erfahrene Heiler. Einfache Wunden können wir noch immer heilen. Aber Krankheiten, Vergiftungen, schlimme Flüche und dergleichen. All dieses können wir nicht mehr heilen. Habt Dank für eure Hilfe, aber ich muss jetzt gehen. Aha. Ein Heilmittel für Simon finden. Also ist der da sicherlich drin. Okay, das sieht schon mal cool aus hier. Hexenschlafstelle. Okay, das sieht lustig aus. Ein Bücherregal. Was ist denn da drin? Hexenwesen haben bekannt damals eine große Folge für Schaf gewürzt. Ah. Schafwürze kosten wahrscheinlich. Nehme ich einfach mal mit. Gute Götter, das Fieber verbrennt mich. Ich zittere am ganzen Körper. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Schmerz noch ertragen kann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Simon. Ja, es war schrecklich. Sagt, was ist geschehen? Vielleicht kann ich eure Not lindern. Hinterhalt, überall Orks. Fast alle von uns wurden in den ersten Minuten dahin geschlachtet. Ein vergifteter Pfeil hat mich getroffen. Verdammte grünhäutige Bestien. Ich weiß, ich werde sterben.
werde sehen, was ich für euch tun kann. Bla. Gut.